Herzlich willkommen und servus YouTube zu einer weiteren Mod-Contest-Mod-Vorstellung. Es geht wieder um einen Ballen-Mod und zwar haben wir hier das oder den Murray Machinery LTD Octa Quad System Heckanbau und Frontanbau. Ein System zum Transport von Ballen. Wir können hier, das ist Wahnsinn, maximal 12 Rundballen transportieren, vorne und am Heck. Ihr seht schon, wie diese Gabeln aussehen. Den Heckanbau gibt es für 5.000 Euro. Da passen 8 Ballen drauf und der kostet uns 20 Euro am Tag. Hier steht es auch da. Besteht aus 2 Ballengabeln, mit denen man in der Lage ist, bis zu 12 Rundballen oder bis zu 6 Quaderballen in einem Arbeitsgang vom Feld nach Hause zu transportieren. Ja, und der Frontanbau fast ganze 4 Ballen, kostet 1.400 Euro und kostet uns auch 10 Euro Rundballskosten am Tag. Das Schöne ist, die 2 Mods sind lockfehlerfrei. Das ist sehr schön zu sehen. Wenn wir optisch uns mal die Texturen schauen, ist die richtig geil. Wir haben tolle hochauflösende Logos, bisschen eine Abnutzung, richtig geiles Modell. Und auch diese Ballen, Zinken, diese Zinken würde ich sagen, sehen einfach super aus. Die ganze Mechanik des Teils ist der Oberhammer. Also ich muss hier sagen, das ist einer der geilsten Ballen-Transport-Mods. Gut, eingestiegen sehen wir natürlich, wir haben vorne und Heck. Wir können es abkuppeln. Das funktioniert ganz gut. Kupfen wir mal vorne an und wir müssen, das ist jetzt eine Umgewöhnung für alle, die die Gewichte kennen, wir können mit der Maus, mit der linken Maustaste hier die Höhe einstellen. Das heißt, linke Maustaste gedrückt halten, wir können das Teil neigen und wir können es nach unten und nach oben bewegen und noch eben noch neigen. Das ist die Möglichkeit, die uns das Teil hier bietet. Und die zweite Möglichkeit ist, mit der rechten Maustaste oben, unten, können wir hier diesen zweiten Arm hoch und runter setzen. Dann drücken wir die Taste X, dann klappen beide Zinken nach vorne. Es empfiehlt sich zuerst die vordere Gabeln voll zu machen. Da passen wie gesagt links und rechts einer rauf, also 2. Dann klappt man das Teil hoch, dann kommt der nächste dran und das gleiche geht rückwärts also auch. Nur da gibt es ein paar andere Sachen und zwar haben wir hinten nicht die Möglichkeit, das mit einer Taste zu machen, die Zinken zum Einklappen, sondern wir drücken hier X und haben die Hydrauliksteuerung. Ein richtig schönes Menü, das uns zeigt, wie wir was machen müssen. Wir sehen hier zum Beispiel Arme vorne links aufklappen, ich drücke mal drauf. Dann seht ihr, das Teil klappt sogar ein. Das ist natürlich richtig geil. Man kann jetzt diese Zinken auch nach außen klappen oder nach innen klappen, wie es halt am transportabelsten, am komprimiertsten ist. Okay, und das klappt auch hier wunderbar. Wie gesagt, die Zinken können hier nach hinten ausgeklappt werden. Hat hier wenig Sinn, sonst würde man ja andere gefährden. Und dann hier einfach auf das X drücken. Dann ist die Maus auch wieder weg. Und ihr seht, das ist einwandfrei zusammengeklappt. So kann man das wirklich schön auf der Straße transportieren. Dann kann man das hier auch noch ein bisschen kompakter machen. Funktioniert wirklich einwandfrei. Ja, ich würde sagen, wir testen das hier mal vorne an den 2 Ballen. Zuerst mal schauen, dass wir hier dieses Teil ganz runter kriegen. Und dann würde ich sagen, runter mit dem Teil und reinstechen. Ich möchte meinen, der Ballen geht jetzt rein. Ja, seht ihr, das funktioniert einwandfrei. Und jetzt müssen wir halt noch schauen, dass wir den zweiten auch irgendwie rankriegen. Das wird jetzt, wie gesagt, ein bisschen eine Spielerei. Aber wie gesagt, das kriegen wir doch hin. Ich denke, man muss schon ein bisschen was können, um das Teil hier vollkommen voll zu machen. Aber ihr seht, gut, der hängt jetzt hier so ein bisschen seitlich dran. Egal, wir drücken jetzt mal die Maustaste hier und dann seht ihr, die Teile klappen auf und jetzt haben wir hier, wie gesagt, unten die 2 Spieße frei. Wo man hier aufpassen muss, man sollte einen starken Traktor mitnehmen und man sieht hier, dass das Teil ein bisschen backt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Ball nicht ganz oben ist. Das ist sicherlich der Grund. Und ich hoffe, wir kriegen das heil raus. Natürlich ist es logisch, dass es hinten besser hält als vorne. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, hinten können wir auf jeden Fall voll machen. Vorne vielleicht nur 2 Ballen. Aber im Prinzip müsste alles gehen. Ihr müsst halt dann wirklich einen starken Traktor mitnehmen. Und ja, ihr seht schon, die Kippgefahr ist auch nicht so unerheblich. Wie gesagt, wir sind jetzt hier bei den Ballen und versuchen es einfach mal. Müsste eigentlich genau klappen. Reinfahren, anheben,
und drauf ist das Teil. Und jetzt machen wir das noch beim letzten, beim vierten. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das Teil dann aussieht, wenn es voll ist. Weil ich denke mal, bis wir alles voll haben, vergeht eine halbe Stunde. Bei meinen Künsten, andere glaube ich, machen das in 10 Minuten oder 5 Minuten. Ja, okay, wie gesagt, wir sind schon wieder nicht mehr... Ah, Mist, jetzt ist der uns abgehauen. Schade. Ja, ich kann es jetzt hier leider auch nicht ändern. Wir können es mal versuchen, die hochzuheben. Ja, geht nicht. Ihr seht, die Teile hängen am Boden. Naja, rein theoretisch wird es knapp gehen. Aber wie gesagt, man braucht ein bisschen Geduld. Man braucht ein bisschen Spielerei. Das Teil funktioniert an sich ganz gut. Man muss nur wirklich die Ballen richtig rannehmen. Richtig schön greifen. Und dann klappt das auch. Wie gesagt, das ist mit dem jetzt auch keine einfache Sache. Aber in der Theorie soll es funktionieren, in der Praxis, bei dem einen oder anderen bestimmt auch, aber bei mir nicht. Das war's von mir mit dieser tollen Mod-Vorstellung. Ich werde für das Teil auf jeden Fall 5 Sterne geben, weil die Fahrkunst ist halt abhängig davon, ob es funktioniert oder nicht. Aber ansonsten ist das Teil absolut der Hammer. Dankeschön fürs Zuschauen, macht's gut, Servus.